3. Ja, da. Ja, 3 Schneewittchen. Aber ich sehe ein Äuglein, süß. Antibiotika, ahoi! Die hier drehe ich nie wieder auf. Und sie pisst, und sie pisst, und die Blase krampft natürlich. Was ist denn jetzt mit dir, du Scheißteil, du Blöde? Was hast du, Drecksding? Beschissenes. Er hat mich vergessen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße! Fick dich! Blödes Drecksding! Oh, 37,8. Die ganze Nacht hat mein Kopf gekocht und morgens dann gefühlt stundenlang Schüttelfrost vom Feinsten. Darf ich jetzt das Fazit ziehen? Es ist das Gesinnte, weil die Spritze gab es am Mittwoch. Mir wurde immer heißer und heißer. Ich konnte die rechte Hand immer weniger benutzen, von der linken spreche ich gar nicht. Und abgesehen von den ganzen Fingerabdrücken und Flecken auf meiner Brille sehe ich jetzt verdammt verschwommen. 7,4? 7,9! Ah! Mhm. Damit kann ich arbeiten. Danke für die Erkenntnis, dass ich ein Scheißkrüppel bin, war und bleibe. Die ein, zwei Ausreißer mit weniger Temperatur und dass ich einfach wieder normal schreiben konnte oder selber aufstehen, mich selbst in den Rollstuhl setzen. Das spielt doch überhaupt keine Rolle.
Wie lange habe ich jetzt gewartet? Wie oft habe ich angerufen? Und sonntags kaum gewagt, in der E-Mail an die Hausärztin zu fragen, ob der Befund von der Neuro irgendwann endlich eingelangt sei. Dazu gehört zu sagen, mir geht's immer schlechter. Die Temperatur steigt schon wieder massiv auf die 38. Meine Hände sind völlig gelähmt und spastisch. Egal, was ich anfasse, es landet auf dem Boden. Es geht kaputt. Mit der Maus ständig irgendwelche Daten verschieben. Rumpelstilzchen sie mich sehr laut. Ich hasse mich unendlich. Und was steht da jetzt in dem Befund? Also, da steht nicht, dass irgendwas aufgefallen wäre, außer dass mir Kalium fehlt und Eisen fehlt und dass ich wieder eben eine Anämie habe. Nächste Woche Kontaktaufnahme durch die Patientin zur telefonischen Befundbesprechung. Aha, ist ja interessant. Eventuelle Vorstellung ad Infektiologie des LGH West in Graz bei wieder unauffälligen Befunden. Ihr wollt mich echt verarschen, oder? Soll ich jetzt anrufen? Und die Sekretärin weiß wieder nichts? Und die Frau Doktor ist wieder nicht da? Oder der Herr Doktor ist wieder nicht da? Und ich soll morgen nochmal anrufen? Ich rufe morgen nochmal an. Dann ist der die wieder nicht da. Ich werde vertröstet auf eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche. Ist das ernsthaft eure Devise, mit der ihr an die Arbeit geht? Ihr blöden Drecksäcke. Und dann steht immer drin, Rehabilitation ist dringend erforderlich. Habt ihr allen Schaden? Habt ihr eine Ahnung, wie es ist, in dem Zustand da zur Reha zu fahren mit so einem Stundenplan, ausstaffiert von morgens bis abends, zack, 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 zack? Ihr habt doch alle einen Lattenschuss, ihr habt einen Knall. Und jetzt habe ich meine neuen Zähne bekommen. Schön. Beim Anpassen, zuerst waren sie so hoch. Jetzt hat er da allerhand weggeschliffen. Jetzt habe ich auf der rechten Seite eine Lücke. Ich kann nichts zerkauen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich das wieder korrigieren lassen möchte, also irgendwas aufbauen lassen möchte, kostet das auch wieder extra. Hat ja nur über 300 Euro gekostet. Und mit diesem Scheißding beiße ich mir wieder ständig in die Backe. Ich habe eine riesengroße Narbe im Mund, eine Fleischwunde. Die ist entzündet, ich habe permanent Blut im Mund. Ach Gott, ihr legt euch das alles so schön parat. Hallo, Summer Bianca am Apparat. Ich sollte anrufen zwecks letztem Blutbefund wegen einem telefonischen Gespräch über die Befundbesprechung. 3.10.80. Den allerletzten, da wurde ein großer Blutbefund wieder gemacht und der ist katastrophal. Ein großer Blutbefund wird gemacht. Da wurde diverses. Ich weiß auch noch nicht, ob ob Abstriche und so schon zurück sind, weil die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht eingelangt. Ja. Ja, super, danke. Ich bin nur nicht zu Hause 14:30 bis keine Ahnung wann, weil ich habe einen anderen Arzttermin. Sonst gebe ich Ihnen die Telefonnummer meines Mannes. Ich wollte da beim Handy anrufen. So, und jetzt habe ich einen Durchhänger. 100, oh je.
Ihr müsstet die auch irgendwo eingetragen haben. Ja, so als... Oh Gott, ich bin blöd. Ja. Ja, wenn ihr die aufgeschrieben habt, dann wird das stimmen. Hm, genau. Super, recht herzlichen Dank. Das war spitze. Danke vielmals. Schönen Tag noch. Ich hätte wohl zu Hause bleiben sollen. Meine Füße tun total weh. Und ich krieg die Hände überhaupt nicht mehr auf. Ich kann die Steuerung nicht halten. Ich habe eine einzige Faust. Das ist super. Na, wenn ich von der Straße rutsche, habe ich wenigstens was davon. Ich habe keine Chance. Ich krieg die Hand nicht auf. Und ich habe so verschissene Krämpfe in beiden Füßen. Ich brauche Magnesium, aber ich kann die Dosen nicht rausnehmen. Ich die Hände nicht aufkriege. Das liegt an der Hitze. Das liegt immer noch am Fieber. Oder habe ich jetzt einen Schub? Wieder. Das, wenn man zwei Fäuste hat, ne? Ich kann den Daumen nicht mehr abstrecken. Ich kriege den Daumen nicht aus der Faust raus. Ich muss das alles mit meinen Zähnen machen. Ja, toll. Jetzt habe ich kein Magnesium mit. Ich kriege die Krätze. Schlagfresse an. Oh, toll. Jetzt löst sich alles in der Speiseröhre in der Luftröhre auf. Boah, das Wut wird sich freuen. Der ist eh schon so angepisst. Ach man, Schulter. Das ist der neueste Scheiß. Eigentlich bin ich stehen geblieben, aber er rollt quietschenderweise den Berg weiter runter. Und wenn ich rauffahre, schreit er. Es ist zu viel, es ist zu warm, es ist zu steil. Ich bin zu schwer. Der fährt und fährt, das ist ja vertrauenswürdig. Ach, es war ja klar, dass es kein gutes Ende nehmen kann mit dem Rollstuhl und mir. Genau. Und wir rutschen. Komm, verdammte Scheiße, wie blöd ich das mit dir. Komm, schreie mal. Ja, genau. Und jetzt fährt er nicht mehr. Aber... Stehen bleiben tut er auch nicht. Super. Jetzt kann ich nicht mehr vorwärts fahren. Ja, jetzt ist zu spät, Frau Sammer. Wir sind nur vormittags da. Ja, aber ich liege vormittags im Bett. Der burgenländischen Landesregierung, guten Tag. Der von Ihnen gewünschte Gesprächspartner meldet sich derzeit nicht. Drücken Sie bitte die Ziffer 1, um eine Nachricht in der Mailbox zu hinterlassen. Genau, das machen wir jetzt. Hinweis. Sabine ist nicht verfügbar. Sie können Ihre Nachricht nach dem Signalton aufzeichnen. Anschließend können Sie auflegen oder auf weitere Optionen warten. Okay. Ja, hallo, hier ist Sama Bianca. Sie hatten mich heute Morgen angerufen. Aber das Fatale ist, dass ich morgens einfach nicht mehr aufstehen kann. Ich bin erst ab 13 Uhr wieder einigermaßen auf dem Damm. Also, ich habe keine Ahnung. Soll ich es morgen nochmal versuchen? Oder versuchen Sie es morgen nochmal? Danke vielmals. Wieder. So,
Ein Mexalin, Paracetamol später. Ich hatte vor, nach dem Aufstehen 37,9. Und dementsprechend sieht meine Beweglichkeit und auch meine Sicht aus verschwommen. Was hast du jetzt? 7,4? Nein, 7,7, bitte. Nimm's mir nur halb ernst, hä? Voll zurück. Geh aus. Na, was sagt das Wetter? Was verpasst du heute wieder von deinem Leben? Ja, schon wieder um und um. Haben sie wieder Blören? Ja. Ui, eine Nacktschnecke. Sexy Hexi, dann kommen da wieder anzügliche Rufe in den Hintergrund. Von dir oder was? Oh. Nee, meistens sind sie von dir, weil sie dann hochgepitcht lustiger klingen. Schnell, bleib stehen, nicht in der. Nein. Die Kamera zoomt doch 10.000 Meter. Ja, jetzt versteckt sie sich dahinter. Das ist ja nur nicht die einzige. Wer sagt das? Weil sie so dick ist. Und das ist schon ein ganz schön hässliches Monster. Bist du deppert, bist du hässlich? Nee, die ist wunderschön. Ich würde die abknutschen. Dass sie so groß werden, ha? Ja, das ist ein Monster. Fine da schaut aus dem Rasenmäher raus. Das sieht auch lustig aus, wenn du dich umdrehst. Ja, jetzt filme ich erstmal deine Kröte ein bisschen, ja. Siehst du. Ja, Hitze hin oder her. Gestern Abend war schlimm. Das war eine hundertprozentige Schmerzumrahmung meines Daseins, dass ich dann abends zum Tramal noch ein Hydal genommen habe. Es war unerträglich, der Ischias. Die Neuropathie in den Oberschenkeln, in den Unterschenkeln, im Hintern, am Rücken ist. Und dann nachts im Bett konnte ich meine Hand nicht mehr flach auf den Bauch legen. Ich lege dann immer die Heizdecke. Ja, ich benutze eine Heizdecke bei den Temperaturen. Auf meinen Bauch legen. Meine Finger haben sich so angewinkelt und ließen sich nicht gerade biegen. Aber jetzt gerade scheine ich ziemlich flexibel zu sein. Ja, ich weiß, wie ich aussehe, als ob ich eine Steroidakne hätte. Ist das die Cortisonsalbe, die ich mir die letzten Tage in die Visage geschmiert habe? Weil die Schuppenflechte nicht einzufangen ist. So. Der Pickel, die Pickel, eigentlich ist es eine Anhäufung, ein Haufen von Pickel. Sieht aus wie ein Schönheitsfleck, oder? Ja. Frag nicht nach, genieß es einfach und sieh zu, dass du weiterkommst mit deinem Zeug. Stopp. Wenn er stehen bliebe, was er aber wieder nicht tut.
So, jetzt haben wir es hier schon wieder. Er rollt einfach weiter. Was so viel bedeutet wie, ich kann hierzulande mit dem Ding nicht mehr fahren. Das klingt ja mal interessant. Was hat er denn jetzt, bitte? So, bricht mir jetzt gleich die Hinterachse ab oder was? Ich kann die Hände nicht öffnen. Und das wurde jetzt die letzten Tage immer schlimmer. Du wirst immer fett von dem ganzen Scheiß und Drecksau und Ekel. Diese eine Hitze, oder habe ich jetzt einen Schub, nur halt wieder mit denselben Scheißsymptomen wie immer. Wo man mich so nicht ernst nimmt, dann wird ein MRT gemacht, man sieht nichts. Na, natürlich nicht, weil man kein Kontrastmittel gibt. Dann steht wieder, ich habe das Kontrastmittel abgelehnt. Es ist doch völlig hanebüchen. Aber bin ja nur ich. Bin ja nur ich. Ist ja alles scheißegal. Komm raus. Geh aus. Bitte. Hey, cool, der Rollstuhl schimmelt. Sein oder mein Lebensende, das angezeigt wird. Köstlich. Die liegt auch noch so. Das ist schön nachgezückt, gell? Habe ich überhaupt nicht. Ja. Ich habe Luft gespürt. Oh. Darf ich jetzt aber nicht? Ist das mal von der Nase oder? Ich habe jetzt Zahnfleischflecken. Das ist immer noch an der Nase. Ist das jetzt weg? Nee, hier unten ist noch so einmal drüber. Ja, nochmal nachspülen. Na, du machst das doch mit Schwamm da drauf. Ja, aber ich so den Kühl weg. Jetzt ist es weg, ja? Das ist eine Sauerei, das ist ja so noch nie. Oder noch nie. Du kannst wissen, wie scheiße ich jetzt wieder. Damit du heute Abend kräftig beim Hocktor zu beißen kannst. Die Bildung, Zahnspülung. Ja. Aus dem anderen Gelenk. Das ist ja geil. Schade, gell? So, und jetzt hock. Das geht, ja. Auch so ein Video von so einer Finnin. In Finnin wie Lundsee. Tour. Genau. So. Das ist der Blutschlanz. Ah. Bitte nachspülen. Ja, war nicht Spaß. Ja. Aber ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe im Hals nichts. Ich habe in der Nase nichts. Ich habe nichts. Ich habe gerade nach den Kopfschmerztabletten gegriffen. Mich so rübergebogen und dann so versucht, die da irgendwo zwischen zu klemmen. Die erste fiel auf den Boden, aber zum Glück habe ich ja
wie schon erwähnt, Schmerzmittel bestellt bis zum Abwinken. Ich höre die Neurologen meiner gesamten Vergangenheit sagen, ja, bei dem Wetter und den Temperaturen geht's aber allen so. Ja genau, das halbiert, viertelt, achtelt, zwanzigfachtelt meinen Schmerz und meine Sorgen um ein Vielfaches. Es wird gleich viel kleiner, diese Bürde. Ist nicht euer Ernst, ne? Was mir jetzt bleibt, ist, die Finger rechts zu strecken, zu brechen und dann so jeden Finger einzeln auf das Maustab zu legen, den Zeigefinger exakt auf die linke Taste. Und was die Finger mit der rechten Taste machen, ist so ein Mysterium. Ich lasse es mal offen. Nein, es gibt keinen Klimawandel. Mm-mm. Klimawandel gab es schon immer. Und da ist schon wieder die Faust auf der Maus. Dr. Google hat ja eine neue These, da ja sonst nichts passiert. Ein sogenanntes Sjögren-Syndrom. Die Symptome passen perfekt auf alles, was ich gerade an Auffälligkeiten aufzuwarten habe. Und sogar Morbus Renault kommt damit vor, weil es eine rheumatische Erkrankung ist. Ja, trink was. Ganz kurz. Und nach einer Minute ist der Mund wieder staubtrocken. Und meine Ärztin hat mit der Ärztin in Graz in der Neurologie telefoniert und sich rückversichert oder sich bestätigen lassen, dass nicht mal die dort einen einzigen MS-Patienten hat, der von Kesimpta Fieber bekommt. Das hat mich jetzt wieder beruhigt. Aber ich muss jetzt in die Infektiologie, weil man nicht mehr weiß, wohin mit mir. Und dann zu einem Rheumatologen wegen meinem oder Dr. Googles Verdachtsbefund. Und sicher total schön war, wieder wie auf Speed gewesen zu sein. Ich bin wieder amok gelaufen mit meiner guten Laune. Und kaum saßen wir im Auto, bin ich zusammengekracht in Depression. Und musste mich ermahnen, was ich für ein Stück Scheiße bin und wie ich mich schon wieder angestellt habe. Dabei wollte ich doch nur dafür sorgen, dass die Leute lachen. Sieht man, dass das Sebastians T-Shirt ist. Ich hatte gerade MRT und habe da rumgesulzt und Storys gewälzt und erzählt, dass man sogar aufgeschrieben hätte zuletzt. Ich hätte es abgelehnt. Und während ich so rede, steht da ein Bruder, also sprich eine männliche Schwester, und vertätschelt meinen rechten Handrücken. Er hat es beim ersten Mal geschafft, beim ersten Mal eine Leitung zu legen und ich stand. Und das Kontrastmittel ging rein und ich dachte, Halleluja, danke. Ich habe dann versucht, seinen Namen dingfest zu machen, um ihm nun ein paar Leserbriefe zu schreiben mit ganz vielen Herzchen und ob er nicht gerne mein neuer Stecher werden möchte. Das am Rollstuhl ist zu steil. Diese Winkel an den Knien und dann tun die Fersen sofort weh bei diesen Temperaturen, weil sie auch fett geschwollen sind, der ganze Fuß. Und da fing ich jetzt an, den Fuß immer auszustrecken und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, dass mir die scheiß Drecksgurke, die Wassergestängelte da unten, fast runtergefallen wäre. Dann habe ich einmal kurz hochgefahren und jetzt blinkt die Drecksau wieder. Und jetzt muss ich versuchen, hier gegen zu fahren und meinen Fuß wieder auf die Scheißstütze zu kriegen. Was natürlich nicht klappt. Ja,
so schön, um wahr zu sein. Oder? Das klappt nicht. Ja, keine Chance. Ich habe doch gesagt, ich brauche die blöden Gurte. Damit ich die Beine noch mehr abschnüre. Nein, aber. Also, Spaß hatte ich bei der Fahrt heute noch nicht. Ein Nervenzusammenbruch reichte wohl nicht. Der ganze Terz. Die wahrscheinlich fast 1,5 Stunden, bis ich hier auf dem Scheißteil saß, reichten wohl nicht. Der Zank oder die Diskussion heute Morgen reichten wohl nicht. Dass alles, seit ich wach bin, schief läuft, reichte wohl noch nicht. Und dann der Anruf beim Techniker. Und die Frage, ob man die Fußteile eben verlängern könnte, weil ich diesen Winkel nicht aushalte. Ja, da kann man nichts mehr. Reichte wohl auch noch nicht. Ja, natürlich, der Rollstuhl hat nicht geladen. Karma is a bitch, baby. Wo habe ich meine neuen Rasierklingen versteckt? Bei der Gelegenheit möchte ich was zu meiner Atemlosigkeit sagen. Mit mehr Ruhe und Langeweile merkst du dann, woran es liegt, weil ich vor lauter Anstrengung einfach die Luft einhalte. Fällt mir vor allem beim Filmen auf, weil ich die Kamera nicht stillhalten kann, wenn ich die Luft einhalte bis zu einer Minute, dann bleibt sie so einigermaßen stabil. Weil die Stabilisatoren, wenn wir gleich beim Thema sind, habe ich ja alle kaputt gemacht an all den Kameras. Und heute wird's noch spannender. Wann ging's los? Vor ein paar Wochen das erste Mal? Insofern ärgere ich mich gewaltig darüber, dass der Radiologe extra seiner dunklen Kammer entstiegen ist, seiner Isolation, seiner selbst auferlegten, um den Patienten zu fragen, was er denn haben möchte, wonach der Arzt suchen soll. Da hat er mich ja gefragt, ob ich irgendetwas Neues habe und ich ärgerte mich gleich am Abend danach fürchterlich, denn ich habe das mit dem Umknicken im rechten Sprunggelenk vergessen. Und auch das, was vor ein paar Wochen zum ersten Mal wieder auftrat nach langer Zeit, weil mich die ganze Nacht nicht schlafen ließ vor gastiger Schmerzen. Gestern Abend war es auch schon so, oder ich war auf dem Weg dorthin. Jetzt ist es massiv, ich halte die Arme wieder nicht auf dem Tisch aus. Und die ganze Nacht und eben davor Wochen am Tag über, oder noch besser, Beuge Spasmen im linken Arm. Die sind in der Tat noch widerlicher als jene in den riesengroßen Haxen. Und da hilft eben nicht draufklopfen, wie bei eben diesen. Oder kalte Luft, das ist sinnlos, die hören einfach nie auf. Aber das Hydal scheint dann spät nachts um 2, 3, 4 angeschlagen zu haben, ziemlich schnell.
Also gönne ich mir jetzt auch noch ein. Schnelles Morphium. Und ebenso nebenbei die Dame, die mich da bei dem Dorffest Henshui angesprochen hat, rief gestern schon an und ich habe mich echt gefreut, weil sonst hätte ich in 3-4 Wochen ohne ihn schon wieder die Situation, das Zusammentreffen und den Namen vergessen. Wann sie denn kommen könne. Ich habe ihr angeboten, mich und meine Bilder zu besuchen, oder besser gesagt, meine Bilder zu besuchen. Und sie kommt schon nächsten Sonntag. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf derartigen Besuch, weil ich dann natürlich wieder mit narzisstischer Zufuhr gefüttert werde. Ich kleiner, arroganter Guckel. Ja, und ich bin wirklich erfreut, dass mit meinen Bildern mal etwas Schönes passiert, als sie zum Schindluder zu machen. Ja, es gibt Dinge, über die gebietet der Anstand nicht zu sprechen. Naja, so oder so, ob ich ihm gesagt habe, dass irgendwas neu ist oder nicht, sollte keine Rolle spielen. Das MAT mit Kontrastmittel sollte dann bestenfalls zu meinen Gunsten Bände sprechen. Obwohl. Ja, du bekämpfst jetzt Cortison. Ja, wenn ich es brauche, kriege ich es. Toll. Aber ich will es ja nicht haben. Insofern ist mir jetzt endlich etwas bewusst geworden. Es hat Klick gemacht in meine Scheißbirne. Was es mit dem ganzen, die Frau Sama ist von Cortison abhängig auf sich hat. Damals hatte in Oberwart meiner ersten Klinik. Natürlich bin ich bei jedem Pimperlitzchen in die Ambulanz gerannt. Ich wusste ja nicht. Ich wusste nichts. Aber jetzt mal Butter bei die Fische wieder einmal. Wäre da irgendjemand auf die Idee gekommen, mir mitzuteilen, was ein Utorph-Phänomen ist? Muss ich mir das als Patient selber arbeiten? Ist es mein Auftrag? Und ich kann niemanden belasten, dass er eine gewisse Informationspflicht hätte mit einem jungen Menschen? Ja, natürlich, das war sicherlich ganz viel Fieber, ganz viel Belastung und erst recht ganz viel Hitze, bei der ich immer laufen war. Aber es ist ja viel einfacher, einen Stempel raufzuhauen. Die Frau Sama ist cortisonabhängig. Und darum geben wir ihr keins mehr. Ich bedanke mich recht herzlich. Schöne Grüße in den Norden. Na, ob ich die MRT-Befunde tatsächlich ohne eigenen Einsatz zurückgeschickt bekomme, ich mag es zu bezweifeln. Und ich finde es total beschämend, hier zu sitzen mit Paint und auf die billigste Art und Weise irgendwelche Sachen zusammen zu klauen und dann wieder zusammenzuschrauben, anstatt sie selbst zu zeichnen. Was eigentlich eine Lächerlichkeit wäre für mich, eine Kontur dahin zu setzen, aber ich... Ich versuche mal, das Atemnot-Desaster aufzunehmen. Ich fühle mich, als müsste ich blau umlaufen. Kleinste Bewegung mit der Maus. Ich gehe mal wieder bei Paint rein. So. Jetzt muss ich einen Strich zeichnen. Griff zur Blechdose. Ist ja noch ein Tomapurin mit Grippemitteln drin. Bitte. Und genauso läuft es dann beim Rollstuhlfahren.
Und drum war ich vorgestern so dermaßen ausgenockt nach dem Stückchen und nicht mehr fähig, meine Hand nach vorne zu drücken, um Gas zu geben. Es ist alles im Arsch. Zu welchem HNO-Arzt gehe ich? Dem oder der, die mich nicht ernst nimmt, oder dem oder der, die mich erst recht nicht mehr ernst nimmt? Welcher darf sein? Mir einzureden, ja, vielleicht sieht er aber jetzt was nicht. Ja, genau. Vergiss es. Psychisch nicht, psychisch geht's mir nicht gut, nein. Soll ich meine Rundschau ermöglichen? Da? Da? Bitte? Ja, ich lag eine ganze Nacht lang bis 6 Uhr wach. Dann bin ich eingeschlafen, als Sebastian endlich neben mir lag. Und hab mir das Gesicht blutig gekratzt. Ich kann damit dann nicht mehr aufhören, nicht. Bestehe ja nur noch aus Schuppen. Ja, hier. Alles eine einzige Hautkruste. Wie es weitergeht, ich weiß es nicht. Ich habe einen großen Respekt. Ich drücke es jetzt etwas freundlicher aus vor der Reise. Zu Deutsch, ich habe Muffensausen. Aber jetzt habe ich ja die Zusage bekommen, dass man der Frau Sama ja mitunter zweimal im Jahr Cortison verabreichen kann, in Tablettenform, gar kein Problem. Da manchmal frage ich mich, wer ist hier bipolar, wer benimmt sich hier wie ein Borderliner? Meine Ärzte, das Krankenhaus? Ich? Ach ja, noch ein Beitrag und noch ein Beitrag und noch ein Beitrag und ich habe noch so viel. Dabei habe ich jetzt 2 Wochen nur, nee, noch länger. Ich muss die Vorzeit mit einrechnen. Dann sind es 3-4 Wochen nur für diesen einen winzigen Schnipsel mit der Animation, mit den Animationen vergeudet, verschwendet, weil sie es keine Sau anguckt. Das interessiert keinen und ich habe mir so eine Mühe gegeben. Weil ich will, dass es lustig ist und andere auch mitlachen. So. Jetzt geht's weiter zum Frühstück. Trump. Bis zum Abkotzen. Jennersdorfs Hochwasserschutzbecken, oder wie ich es liebevoll nannte, die Biberpfütze, wurde unlängst mit einem Bagger umgegraben. Auf mich macht es den Eindruck, als wolle man zumindest auf der Seite verhindern, dass sich noch einmal so viel Wasser ansammelt. Zum Austrocknen verdammt? Das wunderschöne Biotop zerstört? Denn offiziell wurde der Biber zum Abschuss freigegeben. Und ob er nun noch unter uns weilt oder ausgestopft an irgendeiner Wohnzimmerwand hängt, entzieht sich leider meinem Wissen. Aber zumindest ich konnte ihn dort nicht wieder antreffen. Wieder. Dumme Scheiße. Oh Gott. Ey. Ich krieg die Hände nicht auf, verdammte Scheiße. So, jetzt bleib da, bitte. Mach die Hand auf. Ah.
zu mir. So. Du aber. Schau mal auf. Ciao. Ah, ja. Ja. Ich musste ihn tatsächlich vor über einer Stunde aus der Firma holen, zu mir zitieren. Ich habe mich im Bett von oben bis unten vollgeschissen. Und mir war es nur peinlich. Nee, es tat mir leid, es tat mir leid, es tat mir leid. Egal wie er mich irgendwie da versuchte hinzudrehen. Ey, die scheiß Beine taten einfach nur noch weh, jedes Stückchen mein Kreuz. Und im vom Klo aufgehoben worden. Die Beine haben gekrampft. Ich bin auf dem Boden gelandet. Der bedeckte Himmel passt da perfekt dazu. Nach so einer Situation sind meine Selbstmordgedanken wahrlich gerechtfertigt. Nur für die vielleicht 6 Tage dazwischen mit nichts Außertürlichem. Und dann so ein riesengroßes Donnerwetter mit Weltuntergangsstimmung. Dafür leben. Ich weiß es. Ich weiß nicht, was sie da mit meinem Rücken gemacht haben. Mit meinem scheiß Ischias. Weiß nicht, warum das ganze Wasser da drin ist, was sie da mit dem Vortakat im Oberschenkel gemacht haben. Aber es ist ja niemand schuld. Ich bin es. Ich bin selber schuld, weil ich einfach alt bin und Frauen im Alter nehmen zu und kriegen Wasser in den Beinen. Ganz einfach. Schlicht und ergreifend. In den Oberarmen kriegen sie dann auch Wasser. Natürlich. Mann, es klebt schon wieder alles. Ich traue mich nicht, bei dem Rheumatologen anzurufen, weil ich so eine Angst habe, dass er sagt, ah, wegen so einer Pipifatz kommen sie zu mir. Und ich habe gar nichts. Keine Spucke. Nachdem ich bei der Visite eine steile These äußerte, die ich auch so deklarierte, ob das nicht doch mit dem Port zusammenhängen und ich wieder eine Thrombose haben könnte, schüttelte der Arzt den Kopf. Ich habe ihn sogar noch darum gebeten, mich bitte nicht auszulachen. Aber er hat es dann trotzdem mehr oder minder getan. Nein, das seien andere Symptome. Ja, aber welche? Das hat er mir nicht verraten. Ich meinte, ich habe das ja schon 2005 gehabt. Nö, das sind andere Symptome. Aber nein. Stattdessen impften sie den essgestörten Selbsthassprofi regelrecht mit ihren saublöden und unprofessionellen Sprüchen. Hinzufügen, die darauf folgende Anorexiephase geht auf eure Kappe. Seitdem immer noch bzw. wieder dieselben hirnverbrannten Floskeln und Möchtegern-Diagnosen zum Überschuss an Wasser in meinem Körper. Nur so nebenbei, die Ödeme schmerzen fürchterlich dementsprechend bei kleinster Berührung. Was das betrifft, dazu muss ich wohl noch etwas sagen. Danke für diese wochenlange fachmännische Betreuung.
die schrecklichen Missempfindungen, also Parästhesien, und die Ischialgie gehen wiederum zurück auf das dicke Narbengewebe an der Rückenversteifung. Jetzt rollt er nämlich noch schneller bergab. Das ist super. Ha, ich krieg die Krise. Vielleicht zum Mitansehen. Mit ein bisschen Rand. Und er fährt nicht mehr. Super, ich kann doch nicht stehen bleiben, weil er nicht stehen bleibt. Das ist jetzt mal endgeil. Er fährt nicht mehr weiter, aber ich kann nicht stehen bleiben, weil... Na, wunderbar. Großartig. Du, ich habe gravierende Probleme mit dem scheiß Rollstuhl. Er fährt nicht mehr, ich stehe aber am Berg und er rollt einfach rückwärts. Ist überhaupt an? Weiß ich nicht. Echt, mir geht's total scheiße. Mein Mund ist total trocken. Ich trinke und sofort ist er wieder trocken. Und das liegt nicht an der Hitze, verdammte Kacke. Die Lippen sind trocken. Die Lippen kleben an den Zähnen fest und ich kann mich null bewegen. Soll ich jetzt mir selbst die Schuld geben, weil ich ja diesen Rollstuhl haben wollte und mir diesen explizit ausgesucht habe? Bin ich schuld? Ja, los. Das ist ein Witz. Warum? Ja, jetzt sage ich es. Warum immer ich? Und warum ich das gerade eben mit dem, warum immer ich meinte, jetzt mal der Witz, unsere sauteure, behindertengerechte Dusche, die ist zu klein. Normalerweise im Krankenhaus überall sind die länglich. Nein, unsere ist klein und quadratisch, kompakt und super platzsparend. Und als er mir den angeschissenen Arsch abwaschen wollte, hatte ich keinen Platz da drin. Egal, wo ich anstieß mit meinen scheiß wassergeschwängerten Beinen, echt Neuropathie und ich fange dann an vor Schmerzen zu schreien. Deswegen habe ich gesagt, warum immer ich. Ist das verständlich? Jetzt mache ich eben den Tag auch noch kaputt. Ich hätte nicht mitkommen. Ich hätte verdammt nochmal in meinem Käfig zu Hause bleiben sollen. Fertig. Ich komme mit dem Rollstuhl nie wieder nach Hause. Was, wie soll ich denn den Berg, den Schweizer Berg hochkommen? Ja, du versuchst es einfach und wenn es nicht geht, das würde ich halt Ich habe gerade geschluckt und jetzt dauert es, bis ich das nächste Mal schlucken kann, bis zu einer Minute und das kostet mich so viel Kraft. Ich habe keine Spucke im Mund und eine völlige Blockade. Das ganze Gesicht wieder blutig gekratzt. Der Arzt in der Urologie war super toll. Und die Schwestern waren super toll. Und was sagten sie? Nee, bei uns ist das noch nicht passiert, dass wir es in die Unterhose stecken, Martin. Naja, von den 100%, die ich hier war, ist es 30 Mal passiert. Ja, alles ganz großartig. Was macht sie? Sie macht einen Tupfer auf die Wunde und klemmt ihn mit dem Katheter ein und biegt diesen um, dass er in schönen rechten Winkel bildet und abgeklemmt ist. Was passiert? Ich piss mich an. Und jetzt geht's weiter. Ich piss mich an, ich piss mich an, ich piss mich an. Und krampfe, es hört nicht auf. Und ich kann meine Hände überhaupt nicht bewegen. Nichts mehr. Es war gestern zu viel. Es war heute zu viel. Es war viel zu heiß. Und dann das Treffen mit dem Berater bei der Behindertenberatungsstelle in Oberwart, der uns gesagt hat, mehr oder minder, wie man diesen Assistenzantrag richtig ausfüllt. Bei der Hitze alles zu viel, alles zu viel, alles zu viel. Du scheiß zerkratzte Hackfresse. Und ich kann nicht schlucken.
Ich. Mit viel Mühe und Anstrengung schaffe ich es dann irgendwann und ich trinke was. Und dann spüre ich, wie hier hinten in der Nase langsam irgendwas runterkriecht und dann beim Gaumenzäpfchen hängen bleibt. Und ich kann es nicht schlucken, ich habe keine Spucke. Ich. Als ob ich keinen Schluckreflex mehr hätte, ich krieg's nicht runter. Und alles klebt, alles ist vertrocknet. Aber ich habe ja nichts, ich habe ja nichts. Und das ist noch die Aufschrift vom Kreislerladen. Und da hinten ist der Dachstuhl. Du hast das Glück, dass dein Mann da war, weil ich hätte die Rettung geholt. Oh, ja, ist ja. Auch, ist auch keine Tragödie. Nein. Geht die Kamera noch? Warum habe ich nicht um Hilfe gerufen? Weil ich mich geschämt habe. Und Sebastian vor dem Losfahren noch fragte, ob es denn tatsächlich so sei, dass ich alle Verwandten und Bekannten erst fragen muss, ob ich mich umbringen darf. Aber letztens war es ja kein Problem, jetzt ist es auf einmal eins. Einfach Physik. Wo ich noch nicht mal weiß, ob der Rollstuhl ersetzt wird. Der Kippschutz hält ja überhaupt nicht mehr weiterhin. Ja, ich bin zuerst aufgekommen. Toll. Und der Feuerwehrmann hat gesagt, da an der Seite hast du eine kleine Schramme. Und ich glaube, er hat hier das Loch vom Pickel aufkratzen gemeint. Ich bin sogar sehr dafür zu. Oh Gott, so blöd. Oh, ich schlurf. Oh Gott, ja. Schön draufhalten, dann weiß ich wieder, wie bescheuert ich aussehe, wenn ich den Kopf runterhalte. Wusst du gar nicht. Doch, dann kriege ich so einen scheiß Doppelkinn. Und du, dein Doppelkinn. Ein dünnes Doppelkinn. Dein Doppelkinn. Die Doppelfalte. Der Kopf verschwindet dann in dem Halsschlauch. Ich hab Durst. Ich werde so naschen. Und was ist am Spiel? Wann sind wir da? Und Schokolade. Ich muss auf Klo. Der NR2-Verkehrsservice für den ganzen Norden. Stau und Stock und alles ab 3 Kilometern auf der Autobahn 1. Wir gehen Richtung Bremen. Zwischen Billstedt und Stenor 3 Kilometer Stau. Mein Zeitfahrer. Ich habe meine Zahnbürste vergessen. Oder? So, das Klo ist ein bisschen desinfiziert. Den Spray habe ich, es tut mir leid. Aber ich vertraue da keiner Putzfrau. I know where she is. So-
Und jetzt cool. Erst wieder Akku leer, obwohl wir die ganze Nacht geladen haben. Und jetzt blockiert das rechte Rad, das schon die ganze Zeit gekracht hat. Und man kann ihn nicht mehr fahren. Keine Chance, ich habe die Handbremsen gelöst, ich habe geschaut, ich kann sie nicht schieben. Das war das Aussteigen, da hat er gequietscht. Ja. Ja, und jetzt ist das Knacken sozusagen allumächtig. Und er war so bei heute Morgen voll. Mhm. Ja. Ja, toll. Na gut, Babsi geht ihre Runde und wir fahren zurück zum Auto. I see angels flying, I see my souls in the shadows, so take me out of there. Ach, du liebe Zeit. Jetzt bist du Fernsehstar. Nee. Möchtest du der Welt was sagen? Nee. Nee? Nee. Platin-Schnacken oder was? Ja, das war eine Idee. Komm, erzähl uns die neuesten Nachrichten auf Platin. Ein Gedicht auf Plattdeutsch. Noch besser. Ich habe noch gar keinen Fernsehkettenhut. Ist er verstorben? Ich kannte noch gar kein Fernsehen. Nein. Ich habe noch gar keinen Fernsehen geguckt heute. Okay, falsch verstanden. Hast du das verstanden? Fernseher habe ich verstanden. Ja, das war ja noch. Fernsehen ist halt ein Lehnwort, das kommt aus genau. Plattdeutsch. Ist das früher irgendwie mit dem Kickbox heißen oder weiß ich. Meine, wir gehen immer zusammen einkaufen. Den habe ich mir auch von ihr abgekauft für 50 Euro, ja. Ja. Mhm. Ja. Das ist eh flott. Ja. Super. Die denken ja alle, ich werde noch 90 hier. Na sicher bist du. Nee, das wird nichts mehr. Mache ich die Fahrt allen wieder zum Albtraum? Oder bin ich still genug? Ich habe nur noch Schmerzen. Und jede Menge Überdosen-Intus. Glückstark ist gut.